Ich denke, wir haben heute ein sehr gutes Spitzenspiel gesehen von beiden Seiten. Ich muss sagen, meine Mannschaft hat in der ersten Halbzeit klar das Kommando übernommen. Wir sind hier auch hingefahren, um 3 Punkte mitzunehmen. Man hat gesehen, dass meine Mannschaft nach vorne hin versucht hat, immer wieder den Gegner unter Druck zu setzen. Damit ist Erling natürlich dann auch nicht ganz so gut zurechtgekommen. Wir wussten, dass sie Veränderungen vornehmen wird, auch im taktischen Bereich, haben sie auch angekündigt. Das haben sie halt dargestellt, in der Dreierkette zu agieren. Und von daher war mir auch klar, dass diese Abstimmung auch noch nicht funktionieren kann. Das haben wir, glaube ich, auch immer wieder aufdecken können, dass da einfach auch noch ein paar Löcher, ein paar Probleme vorhanden sind. Auf der anderen Seite hat Erling auch das eine oder andere, die eine oder andere Chance gehabt in der ersten Halbzeit. Aber letztendlich als Punktsieger sind wir ganz klar in die Halbzeit gegangen. Und nach der Halbzeit, ich meine, ist natürlich optimal für uns gelaufen, 2 Tore nach vorne zu kommen, dann die gelb-rote Karte für Erling zu kassieren. Aber da hat man dann auch gesehen, dass meine Mannschaft einfach noch nicht clever und abgezockt genug ist, um so einen Vorsprung runterzuspielen. Ich denke, auch Erling hat natürlich auch eine tolle Moral gezeigt in dieser Phase. Dann hat das Tor einfach gespürt ab der 65. Minute. Da hatten sie nichts mehr zu verlieren, haben bedingungslos nach vorne gespielt und sind dann natürlich auch letztendlich auch belohnt worden. Und dass man den Eker natürlich den Ball nicht auf die linke Seite, auf seinen linken guten Fuß legen darf, wie bei dem 2. Tor von unserem Torwart, denn das ist hinsichtlich bekannt. Und da fackelt es natürlich auch nicht lange, da hat er das Ding mal eben in den Giebel reingehauen. Und da muss ich sagen, da haben wir natürlich eine heiße Phase durchleben müssen. Wir haben einfach keinen Grund mehr reinbekommen. Und natürlich auch dadurch, dass wir auswechseln mussten auf der 6er-Position. Wir mussten diese Position schon diesmal neu bekleiden, weil uns der Stefan Borg ausgefallen ist. Und das hat man natürlich nachher gemerkt. Oliver Tederan war noch nicht ins Spiel angekommen, hat seine Zeit gebraucht. Und von daher war es nachher, ja, rauf und runter und natürlich auch sehr von Hektik geprägt. Letztendlich kann ich mit dem Punkt sehr gut leben. Nur ist natürlich schade, dass man diesen Vorsprung in dieser Konstellation verspielt hat. Dankeschön. Vielen Dank, Frank Zilles. Dann darf ich jetzt Kfz-Trainer Peter Rongowitz um seinen Kommentar bitten. Ja gut, auf der einen Seite enttäuscht, weil wir hier nicht 3 Punkte hier behalten haben. Auf der anderen Seite, so wie das Spiel gelaufen ist, muss man dann mit dem Strich zum Schluss mit dem Unentschieden zufrieden sein. Wir können dann noch das Siegtor erzielen. Insgesamt bin ich mit dem Spielverlauf zufrieden gewesen. Die Problematik liegt ja nicht in der Umstellung der Viererkette, sondern die Umstellung ist auch bei uns verletzungsbedingt. Das weiß ja auch jeder, das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist die, ich glaube, der Weihnachtsmann, der wohnt in Uerdingen. Weil wir haben jetzt wieder 2 Geschenke verteilt. Und aus dem Spielverlauf hatte Todesdorf kein Tor erzielt. Es waren 2 Gastgeschenke von uns. Das war völlig unnötig. Und dann wird es natürlich hinten raus für uns vom Engagement schwer. Das haben wir ja gezeigt, dass wir das können. Und wir waren hinten raus auch konditionell, haben wir eh keine Probleme. Da können wir jeden Gegner in Grund und Boden laufen. Und in Unterzahl, um nochmal auf die Karte zurückzuziehen, gelb-rote Karte, völlig überzogen. Völlig überzogen. Und dann hätte es auf der anderen Seite, obwohl ich mir jetzt gleich fordere, auch keine gelben Karten für den Gegner, hätte es auf der anderen Seite auch ein paar geben können. Gut, dass die nicht gegeben hat. Wir haben leider Pech gehabt. Dass wir dann mit 10 Mann das Spiel bestimmt haben und Druck gemacht haben, das spricht ja letztendlich für uns. Turo kann mit dem Punkt besser leben als wir, ohne Frage. Aber wir sind jetzt ja im 9. Spieltag. Da ist noch lange Zeit hin. Und dass wir Qualität haben, haben wir bewiesen. Also ich bin jetzt gar nicht so unzufrieden.